Ja, vielen Dank für die kurze Vorrede, Herr Rinkewitz. Und erstmal herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich in dieses 45-minütige Webinar eingewählt haben. Es geht um das Update und auch um einen Ausblick für die Comwork-Plattform betreffend. Gesichtserkennung ist in alle Munde, aber was eine Kamera kann, das können Sie schon lange. Zwei Worte zu meiner Person. Ich bin seit 2008 bei Comwork. Die meiste Zeit habe ich unsere Channel-Partner und Allianzen betreut, war aber auch in Bayern bei Endkunden unterwegs. Das kurz zu meinem Background. Und ansonsten bin ich gebeten worden, so drei Bereiche zu besprechen, was bis jetzt geschah aus der Sicht eines, ja, sage ich mal, Datenmanagement-Herstellers wie Comwork. Kurzer Rückblick, kurzer Ausblick nach vorne, was passiert als nächstes. Und dann in der Mitte sozusagen die Angebote an Sie als Kunden. Was kann Comwork für Sie tun? Wobei können Sie Ihnen helfen? Die Comwork ist 96 gegründet worden. Wir haben hier auf dem Zeitstrahl haben wir so die 20 Jahre. Und da ist natürlich technologisch einiges passiert. Wir sind von der physikalischen Welt in die virtuelle eingestiegen. Das Thema Backup and Recovery war damals ein zentrales Thema des Datenmanagements, vor allem deswegen, weil die Systeme ausfallen konnten. Wir haben etwa, also hauptsächlich Platten natürlich oder auch Rechner, wir haben um das Jahr 2010 in unserer Plattform auch den Datenschutz der Notebooks und Workstations dahingehend erweitert, also dass man hier mit Comwork nicht nur die Daten sichern und wiederherstellen kann, sondern auch auf dem Notebook verschlüsseln. Man kann so eine Art Collaboration, also Zusammenarbeit mit den gesicherten Daten unter den Usern bis Unternehmens aufsetzen, ohne dass die Daten, die sensiblen Daten jetzt in eine Cloud wie Dropbox oder andere Kandidaten abwandern. Wir haben um das Jahr 2014 mit der breiten Unterstützung von Snapshot Management, der Storage-Hersteller, angefangen. Dann kam schon die Cloud. Die Cloud hätte es nicht geben können ohne die Virtualisierung. Die Cloud hilft Ihnen, natürlich die Kosten zu senken, aber da spielen auch andere Gesichtspunkte eine Rolle. Viele haben etwas gegen die Cloud, vor allem aus Compliance-Gründen. Aber sie wird sich durchsetzen. Office 365 ist das beste Beispiel dafür. Der Ansatz der Hyper-Converged-Systeme sollte Ihnen und unseren Partnern helfen, die Lösungen in größeren Paketen anzubieten. Dann haben wir natürlich schon seit etlichen Jahren das Thema eines starken Datenwachstums, sodass Software as a Service, Application as a Service und so weiter immer stärker eine Rolle spielen. Wir haben vor etwa 3 Jahren mit dem Thema Hyperscale angefangen bei Comwork. Das heißt, Sie können heute eine Comwork-Plattform erwerben, die weitgehend vorkonfektioniert ist, aus einer Anzahl von, ich sag mal, Nodes oder Backup-Servern besteht, und können die auch nahtlos erweitern nach dieser Hyperscale-Idee. Beim Thema Software as a Service muss ich noch mal kurz zurückgehen. Ist es so, dass wir auch jetzt ein Angebot in den USA haben, das heißt Metallic. Dieses Angebot wird auch nach Europa kommen. Und hier fungiert eben Comwork als eine Plattform dann für Software as a Service. Sie können zu Comwork eine Sicherung machen, die wir dann entweder auf der On-Prem-Seite oder in die Cloud verteilen, also in alle möglichen Richtungen. Also da haben wir jetzt, ich sag mal, die Zeichen der Zeit entsprechend gedeutet und bieten Backup und Recovery als ein Service an. Dann kommen die Themen wie Datenanalytics, dazu später noch ein paar Worte mehr, Internet of Things und so weiter. Also alles technologische Themen. Wir stellen aber fest und unternehmen auch entsprechende Bemühungen seit einigen Jahren, dass das Thema Datenmanagement natürlich nur zum Teil von der technischen Seite betrachtet werden kann. Die gesetzlichen Anforderungen spielen genauso eine wichtige Rolle und diese Paragraphen begleiten uns schon seit 20 Jahren, ob das jetzt Safe Harbor oder Patriot Act ist oder GDPDU oder auch GOBD, aber auch seit Mai 2018 auch DSGVO, Datenschutzgrundverordnung. Also diese Themen spielen immer stärker eine Rolle.
Auch das Thema Sicherheit ist natürlich wieder mal in den Fokus gerückt, insofern als dass jetzt weniger ein Server oder ein Storage-System oder eine Festplatte ausfallen kann, aber de facto Mensch hat sich, ich sag mal, dahingehend entwickelt, dass die Bedrohungen durch Ransomware-Attacken eher zugenommen haben als abgenommen. Das heißt, Thema Sicherheit, Thema Compliance, Thema Rechtskonformität sind wichtiger geworden. Die Technologie ist natürlich genauso wichtig geblieben. Wir haben nach wie vor mit dem Thema Datenwachstum zu kämpfen, mit dem Thema Kostenreduktion, mit dem Thema Sicherheit. Aber diese genannten Themen gewinnen an Bedeutung im Compliance und auch immer stärker die Sicherheit. Ich war vorgestern auf einer Tagung eines Technologiekonzerns aus Japan und Sie kennen das vielleicht selber. Da gibt es immer Key Speaker, die aktuellen Trends beschreiben und auch den Blick in die Zukunft wagen. Und eines der Tipps von dem Herrn Dr. Carlo Welten, der von Quest Research kommt, war ein Buchtitel, der hier kurz aufgeblendet wird von mir. Trust is the new currency, also Vertrauen ist die neue Währung. Und im Prinzip ist dieses Trust als Oberbegriff, dieses Vertrauen ein weiterer Begriff für Sicherheit. Das heißt, das Thema Sicherheit, Ihre Daten, auch Wiederherstellbarkeit, Disaster Recovery sind nach wie vor zentrale Themen, weil, und das ist das Credo oder die Zusammenfassung hier dieses Buchtitels, die Kunden nur Geschäfte mit Unternehmen machen, die eben auch vertrauenswürdig sind. Technologie ist eine Sache, aber dieses Thema Sicherheit gewinnt immer stärker an Bedeutung und lässt sich mittlerweile dann auch monetär den Vorständen immer stärker, sag mal, auf den Tisch legen. Was macht Commvault einzigartig für diejenigen unter Ihnen, die uns nicht kennen? Wir haben ein sehr breites Angebot an Technologie. Ich werde mich heute im Vortrag speziell auf das Thema Cloud, auf das Thema Ransomware-Attacken beschränken. Themen wie Sicherung von bestimmten Applikationen oder Sicherung von virtuellen Umgebungen haben wir, ich denke, bis dato genug durchgekaut. Wenn Sie Fragen dazu haben, können wir es gerne im Nachgang beantworten. Ansonsten haben wir für Sie von der Commvault zum einen das klassische Angebot mit unseren bewährten Komponenten, Steuerungsserver, Backup-Server und so weiter, Backup auf Disk, Backup auf Tape. Backup auf Tape nimmt gewissermaßen eine Art oder gewinnt gewissermaßen eine Art Renaissance. Es gibt Befürworter des Tape-Backups und Gegner, aber die Zahl der Befürworter, würde ich mal wagen, hat nicht abgenommen. Die meisten Commvault-Kunden machen immer noch Backup auf Tape und Tape hat halt den angenehmen Aspekt, dass man die Daten offline nehmen kann. Ja, und offline Name der Daten, sei es für eine langfristige Aufbewahrung, sagen wir mal für 100 Jahre, oder sei es als Sicherheitsmaßnahme gegen Attacken, ist wieder sehr attraktiv geworden. Vielleicht nur ein Verweis auf bitcoin.de. 98% der Kundenbestände auf bitcoin.de, also digitales Geld, könnte man sagen, wird dort offline verwaltet, um eben das Thema Sicherheit nach oben zu bringen. Also insofern ist dieses Thema offline, ob es nun Tape ist oder Cloud oder was auch immer, hat an Attraktivität gewonnen in den letzten 3, 4 Jahren. Dann haben wir ein Angebot für Sie, bestehend eben aus dieser Hyperscale Appliance. Die gibt es in zwei verschiedenen Ausprägungen. Einmal als fertiges Paket mit einer komplett Support-Unterstützung von Commvault für alle Komponenten. Und es gibt sie auch als sogenannte Referenzarchitektur, um halt die Performance-Anforderungen und die, ich sag mal, Speicheranforderungen individuell für Sie anzupassen. Das ein kurzer Überblick über unsere Technologie. Seit etwa 5 Jahren haben wir auch eine moderne GUI, die Sie als Endkunde nutzen können, HTML-basierend. Fokussiert auf Reporting, fokussiert auf Jobs, Recoveries, und für diejenigen unter Ihnen, die noch als schürfende Technik unterwegs sind, gibt es ja nach wie vor die Java GUI. So, wir haben also eine breite Unterstützung, sei es in Bezug auf die Storage-Systeme, auf die Snapshots, die wir unterstützen, sei es auf die Cloud-Anbieter, sei es auf die Hypervisoren, sei es auf die Applikationen. Es gibt ja vermutlich noch viele
Kunden, die jetzt, sage ich mal, mit Datenbanken wie DB2 unterwegs sind oder auch Lotus Notes. Also auch das haben wir nach wie vor im Portfolio oder auch neuere Angebote für, ich sag mal, Datenbanken, die eher aus dem Cloud-Umfeld kommen. Das heißt, all das ist innerhalb einer Technologie, innerhalb unserer Plattform zu sehen, vereinfacht das Thema Security, vereinfacht das Thema Reporting, vereinfacht das Thema Management und Kostensenkung. Wobei ich hier an dieser Stelle vielleicht schon mal die erste, sag mal, Bemerkung zu einem GUI machen kann. Wir haben ja letztes Jahr die Firma Hedwig gekauft. Dazu gleich noch ein paar mehr Anmerkungen. Das heißt, hier haben wir noch keine Integration in eine einheitliche GUI, aber die muss es auch nicht unbedingt geben. Also dazu später noch ein paar Anmerkungen. Insofern, wenn Sie Anforderungen haben, die Richtung Cloud gehen, die Richtung, ich sag mal, Big Data Management gehen oder auch einen anderen Hypervisor ausprobieren wollen, Docker zum Beispiel oder auch ja, Google Cloud von mir aus. Wir sind hier sehr, sehr gut und sehr breit aufgestellt. Wir haben Unterstützung für, ich sag mal, für die wichtigsten Hypervisoren wie VMware oder Amazon, auch im Hinblick auf die Snapshot-Technologie. Wir haben auch in der Cloud die Unterstützung für Snapshots und Stichwort Snapshot bedeutet gleichzeitig schnelle Recovery Points, schnelle RTOs und natürlich auch die Möglichkeit, die SLAs zu verbessern. Insofern ist dieses Thema auch in der Cloud von Bedeutung und spielt auch in der Cloud eine Rolle. Wir haben Snapshot-Unterstützung für Amazon, wir haben Snapshot-Unterstützung für Azure. Genau. Manche Hypervisoren sind nur im klassischen Modus zu sichern, wie OpenStack beispielsweise oder Oracle Cloud im Moment. Aber das ist auch etwas, was man unter dem Punkt Ausblick in die Zukunft machen kann. Also auch hier wird es natürlich unsere Bemühung sein, nicht nur das klassische Backup von, also wir nennen das Streaming-Backup zu unterstützen, sondern auch eben das Thema Snapshot. Citrix Send ist beispielsweise auch eines der Hypervisoren, die immer noch mit Streaming unterwegs sind. Also da wird es eine größere Integration geben. Und laut der Umfrage von IDC bei unseren Kunden aus dem Jahr 2018 helfen wir eben sehr stark bei Ihnen, bestimmte Bereiche zu verbessern. Sei es die Wiederherstellungszeit, hier vordergründig, besonders eben durch die Einbeziehung der Snapshot-Technologie, ihr Storage-Systeme in die Backup-Strategie, sei es durch Disaster Recovery-Maßnahmen, die wir verbessern, sei es durch Kostenunterstützung, weil Sie mit uns, falls Sie jetzt mehrere Produkte für das Thema Backup and Recovery einsetzen oder auch Archivierung, hier können Sie diese Themen konsolidieren. Sie können aber auch Ihre, ich sag mal, Backup-Hardware mit uns konsolidieren. Dazu dann auch gleich zwei Bilder mehr. Und letztendlich können Sie mit uns, da wir einen sehr breiten Ansatz haben, auch im Hinblick auf Compliance, können Sie mit verschiedenen Bereichen unserer Plattform das Thema Gesetzeskonformität Ihrer Datenhaltung, sage ich mal, verbessern und hier natürlich auch deutlich die Kosten senken. Auch ich verweise an der Stelle an den Vortrag von meinem ADN-Kollegen Michael Beitert um 13 Uhr. Da wird es mehr Details dazu geben. Aber generell ist das hier so ein bisschen wie bei dem Kaiser von China. Wenn Sie eine Plattform haben, dann können Sie eben die Währung und auch die Sprache und auch alle anderen Dinge sehr stark vereinfachen. Und daraus reduziert eben mit diesem einheitlichen Ansatz auch die Kostenreduktion bzw. die Reduktion der, ich sag mal, Arbeitsaufwände, die man für bestimmte Zwecke im Laufe des Jahres ja, vornehmen muss. Kommen wir zu dem Thema Hyperscale Appliance und dem Angebot an, ich sag mal, Software und Hardware, die Sie von uns erwarten können. Wir haben sowohl eine weitgehend vorgefertigte Plattformlösung basierend auf drei Knoten, die wir als Commode Appliance HS 1300 nennen, mit Usable Capacity von 29 Terabyte bis 87 Terabyte, insgesamt 12 Platten. Das geht dann so weiter in Richtung HS 3300 mit einer Gesamtkapazität bis 261 Terabyte und 36 Disks. Und falls das von der Performance her für Ihre Zwecke nicht ausreicht, können wir Hardware fast eines jeden beliebigen Hardwareherstellers nehmen. Wir haben Referenzarchitekturen, ich glaube etwa 10 Hersteller, so dass Sie dieses Thema auch auf Ihrem, sag mal, auf der Hardware Ihres Lieblings-Hardwareherstellers umsetzen können.
Der große Unterschied zu der klassischen Weise, wie man hier Commvault bei Ihnen implementiert, ist der, dass diese Systeme auch die Ablage darstellen. Das heißt, wir haben nicht nur hier Backup, eine Backup-Plattform, sondern auch eine Storage-Plattform, die redundanter ist als eine klassische Installation mit drei Backup-Servern, weil zum einen kann hier ein Node ausfallen oder auch zwei Festplatten, je nach, ich sag mal, Anzahl der Nodes, mit denen man in Trend geht, kann man diese Ausfallsicherheit auch steigern. Aber das ist der grundsätzliche Aspekt hier, der für Sie eine Rolle spielen kann. Wir haben drei Backup-Systeme, die hoch ausfallsicher sind. Wir haben hier den Storage mit dabei und wir haben auch Support von Commvault für alle Komponenten, die hier mit verbaut sind, sei es die Linux-Plattform, sei es die Windows-Plattform für den Steuerungsserver, sei es für die Hardware. Also Sie haben den Support aus einer Hand. Das ist bei Referenzarchitektur ein bisschen anders. Und deswegen hier nochmal der Fokus auf die Commvault Appliance. Generell sieht oder wird Ihre Umgebung in etwa so aussehen. Sie haben mit Sicherheit irgendwo ein Rechenzentrum, möglicherweise ein zweites und Außenstellen. Und bis jetzt haben wir natürlich hier mit unseren Backup-Servern erstmal entsprechend aufbauen müssen, bis natürlich die Umgebung so geschaffen war, dass man auch den Datendurchsatz erbringen konnte, den sie brauchen für so ein Backup-Fenster, sagen wir mal, von Freitagabend bis Sonntagnacht oder auch für inkrementelle Backups. Das kann sich nach wie vor so bei Ihnen gestalten. Im Laufe der letzten Jahre hat natürlich das Thema Cloud immer stärker eine Rolle gewonnen, vielleicht jetzt nicht unbedingt in Europa, aber auch hier in Europa spielt vielleicht eher das Thema Private Cloud eine Rolle, dass man sich halt lokale Anbieter sucht, die auf der, sag mal, Cloud-Technologie dieses Thema Datenmanagement genauso umsetzen. Wir haben drei Initiativen bei Commvault. Ja, die eine ist Modernisierung Ihrer Infrastruktur. Die zweite ist, wenn Sie Themen haben beim Disaster Recovery, wir können Sie verbessern, Stichwort nochmal Snapshot-Integration oder auch Deduplizierung oder auch automatische Wiederherstellung. Und wir können mit Ihnen den Weg in die Cloud oder auch in der Cloud durchführen oder auch aus der Cloud. Manche Kunden gehen in die Cloud und wollen dann wieder zurück. Microsoft Azure Stack ist ein Beispiel dafür. Also das können wir alles mit Ihnen machen. Stichwort Modernisierung Ihrer Infrastruktur. Wenn Sie nach ein paar Jahren sagen, die Hardware müsste ersetzt werden, das wäre der Zeitpunkt, wo man vielleicht über die Hyperscale Appliance nachdenken kann. Wir können sie vorkonfektioniert für Ihre Rechenzentren anbieten. Es gibt eine kleine Variante ohne Ausfallsicherheit auf Windows-Basis für die Außenstellen. Und für die ganz kleinen Außenstellen nochmal der Hinweis an dieser Stelle. Sie können auch dort Agenten installieren, die dedupliziert die Daten in die Zentrale übertragen. Also sozusagen Agent, also nicht Agentless, aber Hardwareless in Bezug auf die Backup-Hardware. Und das wäre eine Möglichkeit, das Thema zu modernisieren. Eine andere Möglichkeit ist gegeben hier für die nächste Zeit mit dem Stichwort Hedwig Software. Hedwig kommt allerdings erstmal so eher aus dem Umfeld Google, Amazon und Facebook. Das ist eine Storage-Lösung, die auf Basis von x86-Systemen basiert. Und wo wird uns Hedwig in Zukunft helfen? Also ganz besonders, wenn es darum geht, ich sag mal, geografische Grenzen zu überbrücken, ist Hedwig sehr gut geeignet, hier das Thema Storage-Management einheitlich anzubieten, also Storage-Management im Sinne von Blockfile und Object. Aber auch wenn es darum geht, nicht nur geografische, ich sag mal, Grenzen zu konsolidieren oder Bereiche zu konsolidieren, sondern auch protokollmäßig das Thema zu konsolidieren, sei es NFS, sei es Block oder sei es S3. Das können wir hier einheitlich durch die Hedwig-Plattform umsetzen. Und typischerweise sehen unsere Projekte in größeren Umgebungen so aus, dass hier, sag mal, drei Backup-Server, Stichwort auch Grid und Ausfallsicherheit. So gut, Grid ist ein Commvault-Begriff, heißt einfach, dass man eine Ausfallsicherheit zwischen den Backup-Servern schafft. Typischerweise in größeren Umgebungen sichern die Kunden hier auf irgendein NAS-System. Ja? Und der Vorteil hier ist, dass man Standard x86-Systeme wie bei Google oder eben auch Amazon hinstellt
und mit Hedwig daraus eben eine NAS-Infrastruktur baut oder ein S3-Storage, Object Storage, für welche Zwecke auch immer, sei es private oder auch unter Einbeziehung der Public Cloud. Und das wäre eine Möglichkeit in der Zukunft, auch in dieses Thema, ich sag mal, Organisation des Backup-Speichers, durchaus auch regional oder auch eben vielleicht sogar weltweit zu zentralisieren und der Commvault-Plattform hier einen einheitlichen Blick auf die Backup-Ablage zu liefern. Gleichzeitig erlaubt die Hedwig-Plattform auch Verschlüsselung, Deduplizierung und Replikation in verschiedenen Ausprägungen. Also das hier nur am Rande, dazu gibt es später noch ein Slide. Kurze Exkursion in das Thema Archivierung. Sie wissen hoffentlich, dass wir nicht nur Backup, sondern auch Archivierung anbieten. Das endlose Thema beim Thema Archivierung ist, belasse ich meine Daten auf dem Produktivsystem oder bewege ich diese Daten in irgendeine Art von Datenablage, sei es auf dem Tape oder sei es in die Cloud und halte sie da aus Compliance-Gründen vor. Und hier ändert sich sogar nochmal der Fokus dahingehend, dass, sagen wir mal Stichwort Amazon Web Services Glacier, dass man die Daten dort einfach ablegt und die Wahrscheinlichkeit, dass man sie jemals wiederherstellen wird, sehr gering ist. Insofern verschiebt sich hier so ein bisschen die Gewichtung, wobei die grundsätzlichen Mechanismen die gleichen sind. Also wir bieten Ihnen die Möglichkeit, hier die Produktivsysteme zu erleichtern, um Daten, die nicht mehr gebraucht werden, also Stichwort HSM-Archive. Was haben Sie für Vorteile? Ja, das Thema Backup-Menge wird entschlackt, das Thema Compliance wird mit unterstützt, aber nicht nur durch die HSM-Umsetzung, sondern eben auch durch die Möglichkeit, eben diese Compliance-Archive mit Commvault zu bilden, sei es für File, sei es für E-Mails und so weiter. Und diese grundsätzliche Funktionalität gewinnt hier eine neue Schärfe im Hinblick eben auch Datenablage in der Cloud, sodass man vielleicht für Daten, die, sagen wir mal, 100 Jahre vorgehalten werden müssen, sich einen lokalen Anbieter sucht oder nach wie vor eben auf Tape die Daten ablegen kann. So, also da können wir Sie unterstützen. Und kommen wir nun zu den Use Cases in der Cloud. Ich gucke gerade, ob irgendwelche Fragen aufgetaucht sind. Nein. Also typischerweise ist jetzt, sagen wir mal, Cloud, Public Cloud, ein anderes Rechenzentrum. Man muss natürlich erstmal für die Konnektivität sorgen, für die Verbindung sorgen. Man muss dafür sorgen, dass die Daten irgendwo in die Cloud hineinkommen. Dafür gibt es verschiedene Ansätze. Amazon hat beispielsweise hier mit Snowball einen Ansatz. Azure hat mit Databox einen Ansatz. Man kann hier bis zu 100 Terabyte auch mit 256 Byte Verschlüsselung irgendwie von ihrem On-Prem-Rechenzentrum in die Cloud bringen. Was passiert dann in der Cloud? Naja, entweder sind die Daten dort auf einem der Storage-Angebote, Hot, Cool oder Cold. Hier natürlich, sag mal, die Cloud, diese Skizze auf der rechten Seite gilt sowohl für Amazon Web Services wie für Azure wie für Google. Das ist zwar von der Terminologie manchmal unterschiedlich, aber generell haben wir hier verschiedene Storage-Angebote, verschiedene Regionen und dann oben halt virtuelle Systeme, physikalische, die man vielleicht mit Commvault auch migriert hat oder auch Applikationen. Das wäre so die Skizze für die Public oder auch für die Private Cloud. Die Daten kommen hinein, entweder durch so einen physikalischen Export-Import oder auch durch ein Full-Backup in die Cloud. Die meisten Kunden nutzen eben die Cloud seit Jahren erstmal als zweite oder dritte Kopie ihrer Datenbestände. Aber immer stärker kommt natürlich auch die Anforderung aus der Cloud, ein zweites Rechenzentrum zu machen. Und damit kommen wir zu den Use Cases, die ich Ihnen hier nacheinander kurz vorstellen möchte. Also der erste, älteste Use Case ist einfach eine Backup-Kopie in die Cloud als Ersatz für die Tape-Kopie zu machen. Dazu gibt es nicht allzu viel zu sagen. So eine Cloud-Library ist aus der Commvault-Perspektive innerhalb von Viertelstunde eingerichtet, wenn Sie entsprechende Credentials vorher bei dem Public-Cloud-Anbieter entsprechende Blob-Storage-Bereiche eingerichtet haben. Sehr schnell verfügbar, ne, vielleicht auch als Alternativen für Migration oder die Tape-Library ist vom Fassungsvermögen nicht mehr
zeitgemäß. Also das sind die Use Cases. Im Laufe der Zeit hat hier seit etwa 2 Jahren Azure Amazon aus der Commvault-Kundenperspektive überholt. Also wir haben hier eine starke Ausnutzung von eben Azure, gefolgt von Amazon und dann gefolgt von S3-kompatiblen Storage-Systemen. Das kann natürlich auch etwas Lokales sein, wie ein Scality-System oder auch andere Storage-Anbieter, Cumulo oder dann demnächst dann eben auch Hedwig. Sie sehen hier auf der linken Seite, wir erfassen nicht alle unsere Kunden. Wir haben etwa 47.000 Kunden, aber ein Teil dieser Kunden, sagen wir mal 25.000, liefert täglich so eine verschlüsselte XML-Datei an uns, die wir auswerten können und können dann diese Ergebnisse eben dann auch intern nutzen oder auch präsentieren. Also Cloud Storage, auch Public Cloud Storage wird sehr stark benutzt und wir haben mittlerweile eine Auffächerung auch auf diverse Anbieter. Da sind Sie mit Commvault eben flexibel. Das heißt, wir liefern Ihnen auch eine Art Exit-Strategie. Haben Sie sich für einen Cloud-Hersteller entschieden und geht Ihnen dieser aus irgendeinem Grund auf die Nerven, auf den Wecker, dann können Sie mit uns auch auf den Weg aus der Cloud zu einer anderen Cloud gestalten. Disaster Recovery in der Cloud nimmt immer stärker an Bedeutung zu. Wir haben schon Kunden, die das auch vor allem natürlich in den USA praktizieren. Da sind die Kollegen ein Stück weiter. Vom grundsätzlichen Ablauf ist das so, dass man hier erstmal eine lokale Kopie seiner Datenbestände macht, dann diese ganze Kopie mit einer sogenannten Dash-Copy. Commvault-Kunden werden das kennen, für die Nicht-Commvault-Kunden. Einfach eine deduplizierte Kopie ihrer Gesamtdatenbestände in die Cloud, die man dann auch wieder wiederherstellt, und zwar auf den entsprechenden Storage-Bereichen, dann in die VMs, so dass man diese dann auch starten kann. Also Disaster Recovery in der Cloud ist kein Hexenwerk. Man kann das Thema auch sehr stark automatisieren. Und hier vielleicht ein überladenes Slide, aber es soll nur eben das Grad oder den Grad der Automatisierung darstellen. Meine Kollegen in den USA haben also hier in Amazon Web Services haben Recovery-Tests für 26 Terabyte und 100 VMs durchgeführt. Sie sehen auf der linken Seite die einzelnen Schritte und die einzelnen Maßnahmen, die durchgeführt worden sind. Also es fängt damit an, dass man natürlich für den Steuerungsserver von uns erstmal irgendwie eine VM provisionieren muss. Auch für die Backup-Server. Die Backup-Server waren hier insgesamt, wie viel? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Backup-Server. Und das kann man in einem sehr starken Maße skripten, automatisieren. Das heißt, wir haben hier 4 Minuten für den ComSoft-Server und die 6 Backup-Server und wir haben 3 Minuten für die Wiederherstellung der Datenbank des ComSoft-Servers in die VM auf der Azure-Seite, also Entschuldigung, Amazon-Seite. Da kommt eben der Vorteil zum Tragen, dass unsere Datenbank nicht die Backup-Kataloge enthält, sondern nur die operativen Daten der Umgebung, damit sehr schlank ist und damit können wir hier natürlich an dieser Stelle punkten. Dann haben wir die 6 Media Agents provisioniert. Sie staunen, 5 Minuten ist eine gute Zeit. Und dann kommt der Restore, 45 Minuten. Also lange Rede, kurzer Sinn. Das Ganze hat weniger als 1 Stunde gedauert, diese 100 VMs in Amazon online zu bringen und produktiv zu machen. Auch den Schwenk von der Commvault-Umgebung in die Cloud durchzuführen. Und hat, wenn man den Berechnungen hier trauen möchte, ich denke, das stimmt schon, wird sich vielleicht seit einem Jahr ein bisschen verändert haben, dann hat das die ganze Maßnahme $25 gekostet aus der Amazon-Kundenperspektive. Insofern sehen wir hier die Agilität und die Flexibilität einer Cloud und möglicherweise wird eben diese Cloud für dieses zweite oder dritte Rechenzentrum in Zukunft noch eine stärkere Rolle auch hierzulande spielen. Generell haben wir für das Bewegen von Daten, sei es von einem Rechenzentrum in das andere, verschiedene Angebote, die wir unter dem Live-Sync-Oberbegriff zusammenfassen. Ich muss ein bisschen Gas geben. Das ist eine Art lokales Backup, deduplizierte Replikation auf die andere Seite. Es kann auch eine Cloud sein und dann automatisches Wiederherstellen. Auch mit Failover-Funktionalität. Hier gibt es verschiedene Ausprägungen, die unterschiedliche RTOs garantieren. Also ganz oben ist LiveSync.io. Supporten wir nur mit dem VIO-Treiber auf VMware. Dann kommt LiveSync Direct. Warum der Name Direct? Weil wir hier von einem Snapshot in die VM auf der anderen Seite replizieren. Und dann kommt LiveSync Replication mit unterschiedlichen RPOs, RTOs und so weiter. Sie können das Ganze auch manuell
durchführen. Aber der Vorteil von Live-Sync ist der, dass die Replikation auf die andere Seite, die Wiederherstellung, die Anpassung in die Formate des Public Cloud-Anbieters automatisiert werden. Und Sie können dann auch eine Failover aus der GUI heraus anstoßen. Das geht halt manuell ein bisschen zäher vonstatten. Gut, aus den Books online, bei uns ist es ein bisschen schwierig auf den Einblick, die ganzen Kombinationen, die wir schlagen können, sei es auf der On-Prem-Seite von einem Hypervisor auf die andere Seite eines anderen Hypervisors oder sei es von der On-Prem-Umgebung in die Cloud oder sei es von der Cloud zurück. Also hier sehen Sie die Zusammenfassung. Auch ein Blick in die Zukunft, da wird es Anpassungen geben im Hinblick auf breiteren Support. Und genau, damit können Sie nicht nur Ihre Daten, sondern auch die Workloads, die VMs in die Cloud bewegen, sei es um eine Disaster Recovery Maßnahme zu testen oder sei es um auch eine Migration Ihrer VMs in die Cloud zu machen für, sag mal, Dev und Development und Entwicklung. Hier auch mit der Möglichkeit, das ist ein Teil unserer Plattform, den wir unter Orchestrate vereinheitlicht haben und als Orchestrate betitelt. Hier können Sie auch Teile der Datenbanken maskieren, das heißt personenbezogene Daten, eine Oracle-Datenbank, können dann auch entsprechend maskiert werden, sodass die Entwickler, wenn sie in der Cloud auf die Datenbanken zugreifen und die Entwicklungstools testen, hier nicht an die privaten Daten kommen. Kommen wir zu Office 365 Protection. Das ist der Erfolgskandidat der Public Cloud Angebote. Viele Kunden sind schon auf Office 365 umgestiegen. Die Vintin hat sehr gute Erfahrung und auch sehr gutes Angebot, wenn es darum geht, sie in die Cloud und zu Office 365 zu bringen. Wir können aus Office 365 E-Mails, also Exchange Online, sichern, SharePoint Portal Server Online, OneDrive, zu etwa 80% auch Teams-Inhalte. Also hier haben wir ein sehr gutes Angebot. Das Ganze kann auf die On-Prem-Umgebung gehen oder auch in die andere Cloud, wie auch immer Sie das haben möchten. Plattform as a Service. Kurzer Überblick über die Möglichkeit, Applikationen, unabhängig jetzt von virtuellen Maschinen und dem Ganzen drum, was so drunter hängt, Applikationen von Ihrer On-Prem-Umgebung in die diversen Cloud-Angebote zu bewegen. Also das ist das, was wir gerade supporten. Sie können einen Microsoft SQL Server von der On-Prem-Umgebung in Amazon Web Services wiederherstellen, in Azure, in Google, Alibaba, bezogen auf Oracle. Und das ist hier das Angebot, was wir zurzeit für Sie haben. Das, was grau dargestellt ist, ist eher so ein bisschen Richtung Cloud-Datenbank zu sehen, Cosmos DB. Also das wird demnächst unterstützt mit einem der nächsten Service Packs. Kommen wir zu dem Thema Ransomware Protection. Das ist natürlich sehr breit oder sehr stark aufgefächert, dieses Thema. Es betrifft nicht nur Commvault als einen Hersteller, sondern fängt beim Netzwerk an mit Firewalls, Verschlüsselung und Connections und geht über die Diskussion, ob man Kopieren von Datenbanken, von seinen Daten offline oder wo auch immer, speichert aus Sicherheitsgründen, also Copy-Management, physikalische Verteilung. Dann haben wir ein spezielles Angebot für diese Data-Mover, also Backup-Server, dazu gleich mehr. Hier können wir die Backup-Server härten und auch die Datenablage sicherer machen. Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, Commvault klassisch zu härten über Ports, Einstellungen für User, für Security und auch Verschlüsselung. Wir können ja die Datenübertragung verschlüsseln, die Datenablage. Da haben Sie ein ganzes Portfolio an Tools, die man für dieses Thema Abwehrsteigerung des Vertrauens der Kunden, Abwehr vor Risiken eben einführen kann. Und generell gesehen hat ja die GUI hier die Möglichkeit, eben über die Überwachung der kritischen Ereignisse auf den Systemen, die Möglichkeit hier zentral alles, was auf dem System passiert, zu sehen. Wir bieten also System Monitoring an, Backup Monitoring. Hier können wir entdecken, ob sich bestimmte, Verhalte an einem Backup Job geändert haben. Wir haben die Möglichkeit des Log Monitorings, wo Sie Logfiles von uns selbst oder von Commvault untersuchen können, aber auch andere Logfiles. Und Sie können natürlich auch irgendwie Verbindung mit anderen Systemen schaffen, Überwachungssystemen, die dann von der Commvault-Plattform Benachrichtigungen empfangen. Generell
helfen wir mit den Punkten, die auf der linken Seite also vermerkt sind. Auf der rechten Seite müssen Sie mit anderen Maßnahmen das Thema Sicherheit steigern. Punkt 1, Monitor File System Activity on Servers with Commvault und so weiter. Also hier können wir mit unseren Backup-Agenten Anomalien beim Backup feststellen, insofern als wenn sich die Verzeichnisse der User geändert haben, sei es, weil viele Dateien gelöscht worden sind, kopiert worden sind oder bewegt worden sind oder verschlüsselt worden sind. Also Anomalien im Hinblick auf die File-Systemstruktur können wir Ihnen mitteilen. Dann haben wir etwas, was sich Honeypot Monitoring nennt. Das heißt, eine Signatur von uns, einer Datei wird in den Filesystem versenkt. Und wenn diese verschlüsselt worden sein sollte, dann kriegen Sie das beim nächsten Backup-Job mit. Das heißt, hier sorgen wir dafür, dass die Backup-Ablage eben sauber bleibt, dass die Backup-Jobs nicht von Attacken betroffen worden sind. Und wir haben die Möglichkeit, auch die Backup-Systeme dahingehend zu härten. Im Moment unter Windows, also dass nur der Commvault-Prozess auf diese Datenablage zugreift. Das heißt, hier installieren wir einen Filtertreiber, der dafür sorgt, dass nur die Commvault-Dienste auf diese CV-Magnetik, also magnetische Library, ne, für die Commvault-Kunden unter Ihnen vertraut, für die Nicht-Commvault-Kunden einfach eine Datenablage, wo die Backups abgelegt werden. Und Sie sehen, ich kann darauf gar nicht zugreifen als normaler User hier. Das heißt, dieser Zugriff wird auch unterbunden, wenn man die Commvault-Dienste stoppen sollte. Im Moment bieten wir das für Media-Agenten unter Windows an. Bald kommt das Ganze auch für Linux. Wenn Sie Fragen zu Lit, ich sehe schon, ich habe nicht mehr viel Zeit, deswegen gehe ich noch schneller weiter. Wenn Sie Fragen zur Lizenzierung haben, kommen Sie entweder auf die LinkedIn zu oder stellen Sie eine Frage im Chat. Genau. Ganz Und kurz, Herr am Romanowski, Ende wir des haben Tages. 15 Minuten Puffer. Wenn wir ein bisschen überziehen, Ah, ist wir auch haben nicht noch. schlimm. Okay, gut. Bis Das 12 Uhr heißt, könnten ja. wir ziehen. Ich mache noch ein paar Minütchen. Danke für den Hinweis, Herr Winkewitz. Also die Lizenzierung haben wir stark vereinfacht. Mit einem Wort kann man sagen, dass das, was der Mitbewerb anbietet, von Commvault erbracht werden kann. Lizenzierung nach Anzahl der VMs, vor allem wenn Sie über das Thema Cloud nachdenken. Da ist es schwierig mit den Sockets. Oder auch Lizenzierung mit Sockets auf der On-Prem-Seite. Oder per User im Hinblick auf Office 365 oder auch das Thema Sicherung von Notebooks. Also das können wir anbieten, sehr flexibel. Frontend-Terabytes gibt es nach wie vor, geht aber eher zurück. Also insofern kann man sagen, dass Sie hier vor allem beim Thema Backup and Recovery Complete im Prinzip unsere gesamte Enterprise-Technologie auch auf Socket-Basis bekommen können. Das fängt beim Thema, ich sag mal, Verschlüsselung der Duplizierung an und hört beim Thema Snapshot auf. All das ist mittlerweile Bestandteil der Standard Backup Recovery Complete Plattform. Insofern, wenn Sie Anforderungen haben im Hinblick auf Dinge, die bei Ihnen in der Umgebung gesichert werden sollen, aber von anderen Herstellern noch nicht supported sind, schauen Sie eben gerne auch bei uns vorbei. Auf der documentation.commvault.com-Seite sehen Sie eine Auflistung dessen, was wir alles supporten. Genau, eine GUI stimmt jetzt nicht ganz, weil wir haben ja Hedwig im Angebot. Hedwig kommt aus dem Enterprise-Umfeld von den Großen dieser Welt. Schade, dass ich nicht mehr Google-Aktien oder Facebook-Aktien gekauft habe in der Vergangenheit. Aber Sie haben hier den Ansatz Storage auf normale Hardware im Hinblick auf x86 Systeme. Das heißt, das Array, das klassische Array, was uns so jahrelang begleitet hat, wird nicht verschwinden, wird nach wie vor natürlich da sein, aber es wird Kunden geben, die aus der weltweiten Perspektive oder auch aus der, ich sag mal, europäischen Perspektive oder vielleicht auch aus der deutschen Perspektive einen Ansatz für ihre Datenmanagementlösung suchen, der noch stärker zentralisiert ist und noch stärker, ich sag mal, das Thema Standard-Features auf 86-Systemen in den Vordergrund stellt, als diese Themen von den klassischen Storage Arrays eben angeboten werden. Und ich habe vorher beim Stichwort Hedwig auch das Thema Snapshot vergessen zu erwähnen, also nicht nur Verschlüsselung der Duplizierung, Replikation, sondern auch das
Snapshot-Thema wird hier angeboten. Das heißt, Sie haben mit Hedwig eine Möglichkeit, die Commvault-Datenablage funktioniert auch mit anderen Backup-Herstellern. Also es gab ja Initiativen in Richtung, wobei, ja, muss ich jetzt nicht nennen, den Mitbewerb, aber ja, wenn Sie googeln, finden Sie das heraus. Also die Plattform ist eigentlich offen für jede Backup-Lösung, wobei Sie natürlich in Zukunft eine stärkere Integration mit der Commvault-Plattform erwarten können. Und genau, das sind so die Stichworte, die Hedwig-Plattform anbietet. Also ganz besonders in den Vordergrund möchte ich jetzt nicht unbedingt die Architektur hier stellen mit der sehr breiten Unterstützung für Container, physikalische Systeme, Hypervisoren, sondern eben auch die GUI. Die GUI ist wirklich sehr merkwürdig einfach gestaltet und bietet wirklich nur das an, was man braucht, um Block, File oder Object, gut, Object eher von der Command Line, zu provisionieren. Und das ist die wichtigste Maske für die virtuellen Disks, wollte ich Ihnen nicht vorenthalten. Also hier kann ich entscheiden, biete ich Block oder File an. Hier kann ich entscheiden, ob ich Encryption, Deduplication oder Clusterfile-Systeme anbiete. Hier kann ich auch das Master Replication bei der Application Policy in der Mitte bezogen auf die Rechenzentren einstellen. Und Sie bekommen ein Gefühl dafür, dass es ein bisschen was anderes jetzt als mit Storage Arrays, vielleicht auch unterschiedliche Hersteller in unterschiedlichen Ländern zu arbeiten. Insofern, interessanter Ansatz, mag sein, dass Hedwig nur für eine bestimmte, ich sag mal, Kundenklientel in Frage kommt. Aber ja, wir haben ähnliche, ich sag mal, Tendenz bei Commvault gehabt früher. Enterprise-Technologie wurde nach ein paar Jahren auch Bestandteil der Complete und der Complete-Plattform Backup und Recovery. Wer will schon sagen, wie das mit Hedwig in 5 Jahren aussehen wird? Möglicherweise werden Teile davon auch eben hier in die Commvault-Plattform einfließen. Also das ist das, was ich zu Hedwig im Moment sagen kann. Ich wurde gebeten, dazu ein paar Stichworte zu verlieren. Und letztes Stichwort Metallic, unser Software-as-a-Service-Angebot, im Moment noch nicht in Europa, aber der Kandidat schwimmt wohl schon über den Atlantik, wird mit heißer Schokolade versorgt und kommt irgendwann mal hier an und das ist unser Angebot für Sie. Das heißt, Sie können die Commvault-Plattform so nutzen, als dass Sie nur die Agenten auf Ihrer On-Prem-Umgebung oder in der Cloud verteilen. Das heißt, Sie können es für Office 365 nutzen, für die Workloads in der Cloud oder auch für die On-Prem-Umgebung und für die Endgeräte und können als Ablage wieder die Public oder Private Cloud nutzen oder irgendein anderes Rechenzentrum in Ihrem Unternehmen. Einfache GUI, beschränkt auf das Thema Ausführung der Agenten und dann Backups mit einfachen, sag mal, Backup-Richtlinien. Also das ist unser Beitrag zu dem Thema Software as a Service. Und ja, ich hoffe, dass der Kandidat bald hier ankommt, sodass wir mehr Ihnen aus diesem Umfeld Metallic nennen können. Ja, damit wäre ich am Ende meines Pensums. Etwa 45 Minuten sind durch. Ich bedanke mich zum einen für die Einladung von Devintin, auch ein Dank an den Herrn Winkewitz für die einführenden Worte. Und wenn Sie jetzt eine Frage haben, dann würde ich Sie bitten, diese zu stellen. Ja, ganz herzlichen Dank, Romanski, auch nochmal von meiner Seite. Das war ein unglaublicher Ritt durch die Commvault-Welt. Ich glaube, wir haben einen sehr, 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 sehr guten Einblick bekommen, wie mächtig Commvault hier aufgestellt ist und was dort mittlerweile alles möglich ist. Und auch ein Stück weit einen Ausblick bekommen, wo denn die Reise hingehen wird. Und auch hier möchte ich nochmal darauf hinweisen an der Stelle. Wir werden bei Wintin in der Kalenderwoche 26, das wird stattfinden vom 22. bis zum 26. Juni, unsere Wintin Masterclass 2020 haben. Einigen von Ihnen sicher aus dem letzten Jahr bekannt. Ein sehr, sehr schönes Format, sehr technisch orientiertes Format. Letztlich von Techies für Techies, möchte ich mal sagen. Und alle der heute präsenten Technologiepartner von uns
werden auch dort sprechen. Und vielleicht haben wir dann auch im Juni noch mehr Details und noch mehr Informationen, die wir schon bereitstellen können zu den Themen Hedwig und Metallic. Bei mir sind es, soweit Wunderbar. ich es sehe, keine Fragen aufgetaucht. Herr Romanski, wenn es bei Ihnen keine Dann, gibt. ne, dann gehen wir in die verdiente Kurzpause. Ich bedanke mich Genau. nochmal herzlich bei allen Zuhörern. Danke nochmal für die Einladung. Danke an den Enrikewitz und erfolgreichen Tag. Bis bald. Vielen Dank Ihnen. Ja, der Romanski hat es gerade richtig gesagt. Wir würden dann auch in die Mittagspause gehen und sind pünktlich um 13 Uhr wieder zurück. Dann mit dem Thema Archivierung. Ein großes Feld, dem wir in der Winterin unterwegs sind, mit Commvault als Technologiepartner. Und wir möchten uns da ein bisschen anschauen, inwieweit das Thema DSGVO hier eine Rolle spielt, welche Fallstricke es dort gibt und wie man die am besten vermeidet. Anwesend sein wird um 13 Uhr auch Patrick Ruttke, unser Datenschutzbeauftragter und Consultant für Datenschutz und Informationssicherheit. Da freuen wir uns auch schon drauf. Das heißt, wenn dann hier auch Nachfragen nochmal in Richtung DSGVO, was muss ich beachten, sind, nutzen Sie diese Möglichkeit. Ich freue mich drauf. Wir gehen in die Pause und hören uns um 13 Uhr wieder. Bis dahin, vielen Dank derweil.